Hallo und willkommen zurück bei How to Survive 2 mit der Heidi. Hallo. Hallo. Wieder eine neue. Hallo. Wieder eine neue Mission. Verliebt in eine Hexe wollen wir jetzt mal spielen. Mal gucken, was das so ist. Wir rushen hier von Mission zu Mission gerade. Ja, wir brauchen Getränke. Getränke, ja, und stimmt. Und die gibt es nur in Mission, EP. Ne? Habe ich mitbekommen. Ja. So, Queststufe wäre 10, was machen wir? Was hatten wir vorher? 8, dann machen wir 9? Okay, wir machen mal 9, ja. Primärziel, wir sollen einen Grünkäppling-Pilz finden, beziehungsweise 3 Stück davon, und 5 Sonnenbläulinge, das sind Pflanzen irgendwie, die sollen wir finden. Belohnung gibt's so, ja, geht so, ne? 3000 XP ist jetzt nicht der Wahnsinn, oder? Ich bin schon drin hier in der Mission. Renn hier schon ein bisschen rum. Ich komm gleich. Ja, würde mich freuen. Guck jetzt mal hier, ob es irgendwas gibt. Ne, hier gibt's gerade nichts. So, wo bist du? Ich bin hier unten. Bist du schon da? Ja. Okay, gut. Hier ist, glaube ich, gleich eine Pflanze. Auf dem Auto sind Pilze. Sonnenbläulingpflanze, okay. Dann nimmst du die Pilze. Okay, gut. So, weiter geht's. Oh, in den Sumpf rein, na super. Müssen wir hier denn lang? Ja, wir müssen hier lang. Wobei, wir hätten nochmal hochgehen sollen, mal gucken sollen, ob dort vielleicht eine Pflanze ist. Hast du schon geguckt? Ganz oben? Ja. Ah, okay, gut. Geh nach, okay, hier ist auch nichts. Ist da was? Nee, da ist nichts. Da ist ein Zombie irgendwo. Ja, ich komm zu dir. Okay, dann noch weiter. Ich habe voll viele Schokoriegel. Ich auch. Geht's hin oder so? Und wenig, naja, viel Durst, sagen wir es mal so. Wenig Durst, viel Durst und wenig zu trinken. Ja, also das Übliche. Okay, hier ist ein Haus, da wird es wohl ist ein Zombie. Interessant, ich nehme jetzt mal doch mal lieber einen leichten Verband. Okay. Ich habe einen Zombie. Ich sehe hier gar keinen. So. Und ich sehe auch keine Pilze. Ich sag dir eins, du brauchst relativ viele Schüsse, um einen Zombie platt zu machen. Gehen wir ins Haus rein? Ich bin im Haus schon drin, also es ist nichts drin im Haus. Zumindest jetzt, was ich hier so erkennen kann. Aber ein Grünkäppling-Pilz im Haus. Ja, bei der Grütze, glaube ich, wächst überall was. Ah, hier ist auch nichts. Also ich bin in der Küche. Okay, gehen wir mal hoch. Okay, da ist tatsächlich ein Zombie. Also jetzt nicht drin, aber aus dem Haus raus. Ja. Und hier oben ist auch nichts zu finden. Oder? Zombies brauchen jetzt relativ viele Schüsse. Hits, ja. Ja, okay, gut. Da wäre nämlich der erste Kandidat. Mhm. Sind die hoffentlich nicht so schnell, ey. Okay, der ist doch ein bisschen schneller. Ja, gut, geht aber von Hits, ne? Können wir, ja, ich habe aber auch mit drauf geschossen. So. Nächstes Haus, nächstes Glück, oder wie? Ja. Oh, shit. Wollen wir da rein? Okay. Gehen wir rein. Lassen wir es erstmal raus. Ne? Ja. Können ruhig erstmal selber kommen. Kommt der überhaupt wieder raus? Ja. So, der liegt sogar. Bin ich weg. Oh, hier sind ganz viele Pilze. Oh, warte mal. Okay. Der liegt nieder. Oben über uns sind auch noch welche. So ein bisschen verwirrend finde ich diese Perspektive schon. Ja, die ist halt tatsächlich irgendwie ein bisschen verwirrend. Also es ist mal was Neues, aber... Also irgendwie erinnert mich diese Häuser von der Engine her so ein bisschen an DayZ, ne? Ich weiß nicht, auf welcher Engine das geprogrammiert wurde. Aber so ein bisschen ist es doch, so ein bisschen DayZ-like ist es doch, oder? So ein bisschen, ja, von der Atmosphäre her, ne? Das stimmt. Atmosphäre sowieso, die Zombies, ne? Also ist halt DayZ, ne? Mhm.
Oh, auf Daisy hätte ich auch mal wieder richtig Lust. Da müssen wir echt mal wieder machen. Ja, vielleicht nehmen wir es sogar auf, Leute. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich habe auch vor kurzem, glaube ich, auf unserer Facebook-Seite ein kleines Video veröffentlicht. So ein Sightseeing-Video von Daisy. Ja, ihr könnt uns auch gerne bei Facebook liken. Also, dann bekommt ihr immer die regelmäßigen Informationen von uns, über welche Let's Plays wir gerade am Let's Playen sind. Oder wenn mal was Neues kommt. Genau, oder wenn mal was Neues kommt. Weil wir machen auch, du hast mich, glaube ich, gerade gehittet, ne? Du bist in meinen Schuss gerannt. Ach komm, in deinen Schuss, ich stand doch die ganze Zeit vor dir. Also, nochmal zum Thema Facebook. Ja, da gibt es auch ein paar Informationen immer über uns, was wir hier gerade so am Let's Playen sind, welche Folgen gerade released werden. Und unter anderem gibt es da auch Informationen über, wenn wir mal... Wir machen nämlich auch ganz gerne mal Community-TS-Events, das habe ich schon mal irgendwann mal bei The Witcher gesagt. In unregelmäßigen Abständen laden wir dann unsere Subscriber einmal, uns auf unserem TS zu treffen und mal ein paar Kommentare so abzulassen, mal ein bisschen vom Leder zu lassen etc. Und als einfach mal mit uns auszutauschen, ein bisschen schnacken und vielleicht auch mal das ein oder andere Game zusammen zu zocken. Ja? Letztes Mal haben wir, glaube ich, im TS-Event haben wir Agario gezockt und ja, genau. Rocket League. Lief ganz gut eigentlich. Also war echt lustig. Wir haben ziemlich abgekackt gegen die. Ja, wir legen da immer natürlich auch Wert drauf, dass jetzt ja nicht jeder die Spieler hat, die wir haben, ne? Ist klar. Und deswegen versuchen wir dann so zumindest ein paar Spiele zu machen, aua, die jetzt andere halt auch haben, ne? Oder beziehungsweise die Mainstream-mäßig sind. How to Survive ist halt beispielsweise auch so ein Spiel, was halt nicht unbedingt oft Let's Played wird oder überhaupt jeder hat. Aber naja, wie gesagt, also bei Facebook seht ihr dann die neuesten Informationen. Wenn mal wieder ein Community-TS-Treffen stattfindet, könnt ihr natürlich gerne daran teilnehmen. Wir freuen uns. Aber natürlich könnt ihr uns dort natürlich auch Fragen stellen oder halt hier in den Kommentaren. Wir antworten da sehr gerne drauf. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit der Mission. Bam. Bam. Uiuiui. Knock, knock. Wir brauchen noch jeweils zwei Stück von jedem. Oh, der ist, Alter, dieser. Alter. Penetrant. Noch einer, so ein Nana. Okay. Oh, ich habe eins von jemanden. Also ich sehe es. Ja, das muss da hier so eine. Ah, da habe ich noch eins von. Okay, ey, wir haben es, aber noch nicht alles. Wir müssen doch noch. Nee, wir haben. Ach doch, klar, wir haben alles. Ja, cool. Stimmt. Ich dachte, wir hätten noch fünf von diesen. Gehen wir vorher noch in das Haus? Ja. Achtung, Zombie. Ein Zombie. Zombie. Lecker Zombie. Ja, letztens hatten wir Reh-Ragu, hat erstmal Zombie-Ragu, oder wie? Bäh. Zombie-Ragout. Mhm. Ist bestimmt dry-aged. Oh, ein so dry-aged Beef oder so. Oh, oh, guck mal, schwabbel die Wabbel. Er ist runtergefallen. Ein Schwabbler. Ein Schwabbler ist das jetzt. Aua, hey. Der sieht ja richtig abartig aus, immer noch. Dann gehen wir weg. Bam. Gut. So, jetzt können wir schon reingehen. Aber laut hier, der ne? Musik ist immer noch da. Ist noch einer. Oder beziehungsweise wahrscheinlich noch mehrere. So, okay. Ne? Jetzt rein in die gute Stube. Ah, da hinten sind aber noch einige. Ja, ich nehme mal den da. Krieg ich von da unten gar nicht. Hier drin komm, ist einer. Nichts. Und im Haus ist auch selber gar nichts. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht. Außer wenn wir hier ein paar Pfeile verbraten wollen für. Ach komm, wir haben ja ein paar. Ja komm, wir machen mal nieder hier. Wie man sich einfach auf einen Leichenhaufen stellen muss und ein paar Mal F drücken und dann gefühlt 40 Pfeile mehr hat. Oh, der schnell. So. Also so ein bisschen übertrieben wird es jetzt mittlerweile mit den Zombies, muss ich gestehen. So. Waren das jetzt alle oder wie, ne? Ich glaube, das waren jetzt alle.
Oh, ey, wie ich glaub, hier die Bäume hier. Auch überall. Da kannst du ja so, kannst ja nochmal eine ganze Familienpackung Pfeile besorgen hier, ey. Wenn du hier in den Wald gehst. Ja, deshalb stört's mich auch nicht, überall wenn ich da ein paar Pfeile alles mitnehmen, bevor wir wieder was verbraten. Hier, wir waren, glaube ich, auch überall jetzt schon. Waren wir das tatsächlich? Ja. Nee, doch nicht. Hier höre ich noch was krummeln. Da ist das ein Haus, Fetti das in dem Haus. Haus. Also okay, da wollen wir auch noch mal reingehen, ne? Warte. Okay, den kriegen wir hier raus. Wobei, die kriegen wir vielleicht alle zusammen. Nee, tatsächlich, einer noch. Einer fehlt noch. Da müssen wir aber reingehen für. Ja, ich häng gerade so ein bisschen. Ah, shit. Okay, ich liege. Hi. Hi. Danke. So, und hier gibt's natürlich auch wieder nichts. Also außer unsere Pfeile, Rotz, die wir hier reingeschossen haben. Würde ich mich nicht so gerne hinlegen. Es ist irgendwie schade, dass wir hier kein Loot kriegen. Wobei, hier ist es wieder was. Da ist Loot drin. Da ist Loot drin. Und da sind auch Fette drin. Ein Fetti. Hat vor ist ein Fetti. Ja, da kriegen wir den anderen vielleicht auch noch mit hin. Nee, doch nicht. Okay. Ich nehme mal die Pfeile vom Fenster. Eine Dose mit Erbsen, brauchst du was zu essen? Ich hab ganz viele Schokoriegel. Okay, ich habe hier auch noch eine Wasserflasche gehabt. Alles mit. Okay. So. So. Und dann hier ist das letzte Haus, glaube ich, gerade, ne? Na, wir sind hier, glaube ich. Nee, hier unten geht's noch weiter, oder? Ja. Shit. Ja, hier ist noch ein Zombie. Und... Oh, komm schon, Junge. Komm schön. Wofür wir diese Pilze brauchen, weißt du auch nicht, ne? Nee. Kovac braucht die. Bist du... Ich habe noch ein Haus gefunden. Ja? Ja, mit Pilzen. Nee, ist ein Steg, aber... ist noch ein großes Pilze Haus. Also. Ist ein schneller. Aua! Oh, ich habe mich reingebockt. So. Ich nehme noch ein paar Pilze mit. Okay, hier oben könnte tatsächlich was sein. Ich habe Pilze und so die komischen Blümchen da. Oh ne, hier ist wieder ein Fetter und ein Zombie auch noch. Wo kommen die alle her? Schloss knacken, na ja, dann los. Oh, wo kommen die alle her? Oh, lauf! Warum ist denn hier nichts? Aua, ich liege. Oh, hier ist ein Dicker. Ja, okay. Wo liegst du denn? Weit weg. Ich versuche dir zu helfen. Ich habe Durst. 4, 5 Zombies. Okay, das wird dann also doch relativ schwer, ne? Nimm die Axt und hau einfach drauf. Ja, da gehe ich auch noch drauf. Nee, die sind gerade mit mir beschäftigt. Oh, kaum noch Energie. Ich auch. So, jetzt schnell, 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 schnell. Ich bin... Oh. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Gut. Ich sehe dich, habe ich auch gar nicht gesehen. Du stehst auf mir. Ja, schön. Also, sei mir bitte nicht böse, aber ich renne da jetzt nicht nochmal runter. Nee, okay? Ist kein Problem. Dann würde ich sagen, beenden wir die hier Mission. Aber ich wollte hier nochmal kurz in das Haus nochmal rein, weil da... Ja, dann guck mal. Da wollte ich nochmal reingucken. Ist vielleicht ganz interessant, was man hier hat. Ist zwar so ein ich Fetter... Ich baue mir in der Zeit meine Bandagen. Der Fette spackt hier irgendwie auf der falschen Seite rum.
Wie meinst du denn das? Ja, der, ich weiß nicht, der wollte aus dem Fenster raus, kam aber nicht raus. frag mich nicht warum. So, wie kommt man denn hier hoch nochmal? Shit, da geht's hoch, ne? Ja, da geht's hoch und gucken, ob hier was ist. Es ist nichts da. Ach, da runter wollte ich nicht. So. Hier ist auch nichts, dann gehe ich aus der Mission raus. So. Ja, EP insgesamt 21.674 haben wir da gemacht. Kann man mal machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Geht, passt. Läuft. Wobei man jetzt auch schon echt viele braucht, um das Camp zu verbessern. Ja, tatsächlich. Also, ich habe jetzt 29.768 XP. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge und sagen bis zum nächsten Mal bei Let's Play How to Survive 2. Ciao.